Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Rubin, der Meme-Log-Challenge. Hi! Wow, die Namen werden immer... ne? So, wie wär's? So. Wollen wir ein bisschen Bricks klatschen? Support dich, ich brauche ein Einkaufscenter. mit welchem Pokémon? Ich muss unser gesamtes Geld verballern. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ziemlich egal. Oh ja, wir haben ein bisschen Geld, das ist schön. Und ich habe noch ziemlich viel Geld eigentlich im Vorfeld ausgegeben, von daher. Hey, Brix, was geht ab? Brix! Du wirst jetzt sterben. Sollen wir kämpfen? Ja, komm, auf Maul. Bam, voll auf die Fresse. Bam, voll auf die Fresse, bam, voll auf die Fresse. Das war ja die perfekte Wahl. Eisstrahl all the way. Tüte. Mir stellt sich gerade eine Frage. Was? Hielt uns eigentlich irgendwas davon ab, einfach weiterzugehen von Bayern Wiebke? Troy war ja danach weg. Nein, aber ich wollte Fliegen haben und wir brauchen sowieso die ganzen Orden. Warte mal, das war Kapilz, gell? Mhm. Ah, sogar ein Knilz, nur. Was bist du denn für ein Lauch? Alter, Eisstrahl in dein Gesicht. Literally in dein Gesicht. Bam. Voll ins Gesicht. Wow, das hältet aus, ne? Aber das Schwalbos vorher nicht. Ja, Knilz ist hardcore. Guckt in das Gesicht. Guckt in das Gesicht von dem, was jetzt von uns gestorben ist. Alles deine Schuld, Nick. Alles. Nein. Ausnahmslos. Gar nicht. Verzeihung. Oh, der Karton. Donner, Funkensprung. Donner, Funkensprung. Funkensprung. Donner trifft die Hälfte der Zeit nicht. Und ein Funkensprung reicht von daher. Die Momente, wenn es das tut, dann funktioniert es aber. Ja, und dann ist es zerstörerisch. Och, come on! Ich habe jetzt das Gift gefunden, wonach ich suche, aber den Part, den ich brauche, ist nicht mit dran. Wow. Ich bring mich um. Alter, was ist da los? Was da los? Was da los? Hauptsache, Brix ist so ein Lauch. Der hat es noch nicht mal geschafft, sich ein, Logok zu trainieren, ne? Wow! Das Jungblut will halt echt da bleiben. Ja, das will es wohl echt wissen. Und ich. Ja. Komm bitte. So, ja doch, das ist mit dabei hier. Das ist für den. Ich schicke das jetzt einfach mal als Meme-Referenz für den Part. Bitteschön. Alles klar. Hurra! Dinge. Die Post-Production ist schon fleißig am Laufen, während wir noch produzieren. Ja klar, ist doch immer so. Das Übliche. Ich gehe nach Hause, nach Wurzelheim und ich gehe beiden in mein Bett, weil du so gut bist. Tschüss. Tschüss. Wusch. Wusch. Vor allem, wir müssen ja da mit diesem Team Wiebke ja besiegt haben. Ja, ja. Think about that. Naja, aber gegen mich hat er keine Schnitte. Badum. Ich frag mich, wie der gegen Wiebke gewonnen haben soll. Mit Logok vielleicht sehr hart versucht. Sehr hart versucht. Ein Aeros und das Ding ist tot, by the way. Pyroberg. Na, müssen wir. Obwohl, doch müssen wir. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht story-relevant, aber dann habe ich mich an einem Moment, es ist story-relevant. Story-relevant. Relevant. Story-relevant. Upsi Daisy. Dum 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 dum. Zeit für den Pyroberg. Ich möchte aber anmerken, dass wir, wenn du wirklich ein Schubert willst, wirst du den gesamten Pyroberg hochkraxeln müssen, weil ich glaube, das kommt erst ab dritter Etage.
Etage. Etage. Hm. Kannst du ja noch gegen Pandora kämpfen. Pandora! Der Pandora Blacky Fun Batsch mich wat. Naja, ja. Wo hoch? Hier im Turm? Da, hoch? Ja, ja, im Turm. Ja, gut. Steph. Kein Bock auf die Typen. Kein Bock auf die Typen. Sneak, please. Was? There is a time to stop. Wieso denn? So ab hier dürfte das doch irgendwann passieren, ne? Ja. Sicher zu gehen. Oh, ich glaube, hier ist Pandora, gegen die will ich kämpfen. Guck, guck. Ah, ich mag gruselige Horror-Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare zu Berge. Geil. Stehen mir die Haare zu Berge. Elektrisiert oder was? Hallo Pandora! Jon Dach, was geht? Schoppet! Soon! erstmal das Pokémon reinwerfen, was wir brauchen. Nice. Soon! Soon, TM. Komm, Surfer all over. Hui! Wird alle weggesurft. Surfing in the 90s. Surfing USA. Was schickst du rein? Calabra. Kadabra, Simsalabim, wo ist Bim? Ich frag mich jedes Mal, wo ist Bim? Nein, es existiert nicht. Das ist aber sehr traurig. Es sieht mich, das ist aber schön. Petition für eine... Wie heißt das? Für eine vierte Entwicklung von Abra. Niederlage. Tschüss Pandora, war schön mit dir. Ich bin gerade... verwirrt. Ja, Dingens. Wie heißt es? Petition für ein Mega Simsalar, das einfach Bim heißt. Ja, das wäre mega awesome. Oh, cool. TM30. Lass mich raten, Spuckball. Blach. Genau, Spuckball, ey. Da. Ja, Spuckball. Cool. Nice. Bleib erstmal hier oben. Okay, dann nicht. Hopsi Daisy. Naja. Bleib dann einfach hier. Lachsrauch. Ich kann hier drin nicht rennen, Alter. Ich will ein Pokémon. Zeit für Speed-Taster. Nein, dann. Wobei. Oh. Hi! Hi! First fucking try. Ich möchte weg, das Ding hat immer noch eine 10% Chance, okay? Hi! Ich versuch's einfach wieder. Vielleicht ist das ja netter. Ja, es möchte bei uns bleiben. Yay! Und ich habe einfach hart das Verlangen, dieses Schuppet Alice zu nennen, obwohl es männlich ist. Hm. Komm, ein cooler Name muss dabei sein. Wir haben genug coole Namen. Please. Oder? Nein. Na, wobei, nein. Das wird nein. Ja später zu einer Gruselpuppe. Ich wollte es gerade eigentlich Flying Dutchman nennen. Nennst Dutchman. Der Holländer! Du. So? Ja, Dutchman. Zusammengeschrieben. Es ist ein Wort. Dutchman. Stop! It's time to stop. Ja, gut. Dann eben anständig. Oder. Dutchman! I'm quitting this play. Bye. Ist okay. Der Dutchman. Herzlichen Glückwunsch, Flying Dutchman. Du bist jetzt... Noch mehr SpongeBob-Präferenzen. Richtig, genau deswegen. Plot ist am Ende haben wir einfach ein gesamtes Team voller SpongeBob-Präferenzen. Ja, oben oder unten? Oben oder unten? Unten. Ich traue unten. Ich habe richtig getraut. Seerauch. Hooray. Wie raucht bitte die See? America Explain! Ja.
Ui. Nein. Ui, toll. Nein, das Item kann mich mal. Ich hab keinen Bock, gegen die Liebenden da zu kämpfen. Problem Pyroberg gelöst. So. Aber damit fällt dann leider das Vulpix weg. Das Potenzielle. Na pff, ach, überleben egal. Wir. Cool. Groudon rules. 248. Oh, only Groudon ran. Ran vor allem. Ran. Ran, ran mal. Oh, Werte wechseln. Werte wechseln. Alter. Necessary as fuck. Not. Hier liegen überall noch versteckte Items, das weiß ich. Nein. Top Trank. Ja, da! At least something. Hauptsache, mir fällt gerade wieder extrem auf, wenn David nicht mit dabei ist, reden wir tatsächlich über das Spiel. Das ist sehr interessant. Gell? Und dadurch haben wir aber auch direkt weniger Gesprächsstoff, leider. Ja, das stimmt. Und unsere Leben, also jeweils, also das Leben von Chris und von mir, das ist so tierisch langweilig und eintönig ohne David. Bitte supportet ihren lokalen David auf patreon.com/pleasegiveusmoney. Dankeschön. Ja, wenn wir dann das eine Stretch Goal erreicht haben, dann folgt euch David eventuell auch auf Twitter zurück. Ist das wichtigste Stretch Goal? Also, ne, und so. Ja. Kümmert euch drum. Genau. Kannst du gerade mal gucken, ob wir schon eine Spende haben? So, jetzt ist es Zeit, im Stream ein paar Spenden vorzulesen. Toto pledged $0 from 0 Patreon pledges. Leute, ihr enttäuscht uns. Shit. Lukas, mach hinne! Spende uns Geld. Please don't. Dein hart erarbeitetes Taschengeld. Los, schenk es uns. Yes. Dann machen wir eventuell auch aus deinem Namen ein Meme. Was? Peinliche Stille? Ja. Warum? Was denn? Bitte spende uns nichts. Bitte. Du merkst schon, ich bin ein bisschen geldgeil, ne? Natürlich, du bist YouTuberin. Was willst du? Ja, aber ich monetarisiere meine Videos nicht. Lol. Wir sind auch anständig. Ja, wir machen scheiß Content, wo andere schon dreimal gesagt hätten, Alter, Geld. Cool, zink. Nice. Money, money, money! Du-du-dum. Oh, sunny! Du-du-dum. In a rich man's world! Nee, ha, gebaitet. Was ist denn los mit dir, Nick? Was denn los mit dir? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Ja, er singt zumindest. Ja. Ja, weil ihr müsst wissen, bei Team Magma, das sind eigentlich keine bösen Rüpel, das sind alles Rapper. Oh shit. Die fahren noch nicht zu einem Rap-Battle raus. Genau, das ist nämlich der Plot von der ganzen Geschichte. Pokémon Ruby in a nutshell. Das ist einfach nur so ein erbittertes Rap-Battle. Team Aqua gegen Team Magma. Wer ist der schlimmste Gangster? Damit der Titel geht in den echten Gangster raus. Vielen Dank. You got me going. You're also charming, but I can do it. You womanizer. Und den echten Gangster, also ich bin ja immer noch für Archie, also Adrian. Ich meine, so ein Ganzkörper-Overall, ja. Ja, ja. Ja. Du denkst gerade genau an dieses Bild, nicht wahr? Ich glaube leider ja. Und nein, wir werden es nicht einblenden. Das wollen dieses jetzt per jugendfrei halten. Das ist wirklich nicht jugendfrei. Geht einfach auf 4chan.org. Bitte tut's nicht. Liebt euch selbst. 4chan ist einfach eine Seite, auf die kein Mensch freiwillig gehen sollte. Spendet
Verschwendet eure Zeit sinnvoll und sucht nach irgendwelchen Subreddits, die euch gefallen. Ich kann mal hier eine Empfehlung raushauen. Für einen meiner Lieblings-Subreddits, auf die ich sehr gerne gehe, nämlich r/TechSupportGore. Das ist sehr schön. Was gibt es da denn mir, so? Ich werde dir jetzt mal ein paar Bilder schicken, die du einfach einblenden kannst, obligatorisch. Okay, einfach so, während ich jetzt gleich hier mag, klatsche. Oh, cool. Haben wir einen Kampf gegen den? Top-Genesung, easy. I guess. Ich glaube nicht. Du schon wieder. Yeah. Oh, blaue Kugel, Pyroberg. Ich bin Mark. Mimimi. Na gut, dann nicht. Nein. Stopp nicht, also, wie kannst du mit der blauen Kugel stehen? Blaue, rote Kugel, die fliegen jetzt rein. Hier nehmen wir rote Kugel. Dinge. Prophezeiung. Du musst alles aufhalten. Du musst alle retten. Scheiße, ich hab zu viel A gedrückt. Ich war nur zufällig da. Ich bin nur aus Versehen in diese Geschichte hineingestolpert. Ich will doch nur Pokémon spielen. Ew! Ja, genau das. Du nee, sagst ich, es. Wie gesagt, ich bin gerade auf dem Reddit, ne? Ja. Ich schicke dir einfach gerade Bilder von diesem wunderschönen Reddit. Das oh Gott. Was hat der gesagt nach Graffiport, ne? Grafikdesigner-City, Alter. Ja, Grafikdesigner-City, die wollen ja das Submarine stehlen. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Alter, bitte. Die Bilder sind grässlich. Wie gesagt, es ist Hardcore-Gore hier. Leider sind die gerade doch ziemlich lame. Guck. Captain Quick! Expedition, Dinge, Terminkalender, Freunde interviewen, Irgendwie ist heute wirklich sehr, sehr wenig Interessantes auf dem Reddit. Tiefsee-Expedition, Route 128. Ich nehme das gerade wieder zurück. Hast du Porn gefunden? Man sollte ab und zu mal nach seinem Netzteil Ausschau halten. Tut mir leid, dass ich gerade nichts sage, aber ich schaue mir gerade verwirrt ein Bild an. Holy shit, ich werde die alle einfach mal einblenden. Deswegen schicke ich sie dir ja auch. Also, ne? Mark! Hui. Mark, du Fotze! Kant! Kant! Rülps. Oh nein! Tiefsee-Dinge! Mimimi! Bla bla! Ups. Mimimi! Fliege. Alter. Was zum Geier? Das tut ein bisschen weh. Stell dir mal vor, da brutzelt was durch. Ja, ne? War ich denn im Pokémon Center? Egal. Just to be sure. Doppelt hält besser. Denn sie hat eine Pokémon. Ich habe im Übrigen wieder meine YouTuber-Party-CD reingeschmissen in meinem Auto. Und Ouch. Du weißt, welche CD das ist. Die haben wir schon zusammen gehört. Haben wir? Ja, als du bei mir warst und wir dann vom Billardspiel zurückgefahren sind. Ja, aber ich weiß nicht, auf welches Lied du gerade anspielst. Achso, doch. Sorry, ich bin dämlich. Never mind. Ich bin dumm. Ich möchte dabei jetzt nochmal eine wunderschöne Feststellung machen, die ich mit Nami vor einigen Tagen getroffen habe. Was denn? Es ist alles eine Lüge. Was? Schwester Joy will was dafür haben. Sie bekommt ja auch was dafür. Denn Pokémon Center werden vom Staat unterstützt und sind damit offiziell vom Steuergeld bezahlt. Und das also ist euer Geld geht für Pokémon Center drauf. Ja, so ein Scheiß. Sie will halt nicht vor Ort etwas haben. Sie will deswegen auch. Aber sie kriegt trotzdem euer Geld. Cash. Dürfte ich übrigens anmerken, dass ein Gyarados als Starter-Pokémon quasi viel geiler ist als alles andere. Ja. Nur viel Spaß ist, bis Level 20 zu trainieren und da nichts anderes zu haben. Ja. Ich präsentiere einen Banana-Book.
Gott. Das tut alles ein wenig weh. Das ist alles eigentlich wirklich noch ziemlich chill. Ich habe da schon einiges gesehen, das hat sich in meine Albträume gebahnt. Da! Ja. Hier liegt irgendwo der Meisterball. Und da müssen wir auch. Das neue Gefängnis für Groudon. Und jetzt liegt es da oben. The Horrors of Craigslist. Mal gucken, was mich da erwartet. Ah. Autsch. Die Magma-Rüpe. Ui. Also wir tun wirklich so ein bisschen die Menschen leid, die den Scheiß IRL miterleben. Denn es, was soll das eigentlich sein? Das ist ein... Ja, das ist ein Mainboard? Mit Stuff drin? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, doch. Holy shit. Also es gibt schon das, Menschen, die... Das ist gerade ein Computer. Das ist ein Computer, der einfach genau insgesamt auseinandergenommen wurde und der einfach kein Tower hat. Ich sehe unten eine Festplatte hängen, ich sehe die Lüfter hängen. Sind ja Kabel dran angeschlossen, deswegen... Gehäuse, unnötig ausgegebenes Geld. Das ist halt echt so. Hängst du dir einfach so alles als Dekoration um deinen PC rum, also hier um deinen Schreibtisch rum, fertig. Ich habe tatsächlich mal sowas gesehen und das war irgendwie voll faszinierend. Warte. Mainboard an eine Wand geklatscht, so dran genagelt und dann daneben irgendwie den ganzen anderen Scheiß gepackt oder was? Ich meine, das meiste ist ja eher Mainboard dran. Okay, Verdammt. Du meinst sowas hier? Das ist tatsächlich sehr cool. Das ist mega fancy. Kann ich nur leider bei mir nicht machen, weil vor mir ein Regal hängt. Cool. Da-dam. Die Mitte oder ganz rechts? Die Mitte. Nein, war's nicht. Lügerer! Dann war's ganz rechts. Ich wusste es. Cool, Masterball. Sollen wir ein Voltoball mitnehmen? Weil hier ist glaube ich irgendwo ein Voltoball dabei. Können wir. Wir können hier nichts anderes fangen, von daher. Oh, ist sogar ein Elektroball. Elektroball. Oh, Elektroball. Ich glaube, das will ich nicht haben. Wir haben ja einen Fritzelblitz. Erstens das und zweitens M ist vorne. Erstens Elektroattacken, zweitens Boom. Und ich glaube nicht, dass es in einem Hyperball drin bleibt. Haben wir eine Wall? Nein. Gip. Vielleicht. Dann. Mäh. Wobei, Boden. Aber Boom. Ist mach. Auch scheiße. Verteidigung. Ja, schon so ein bisschen eine Wall. Ja, so ziemlich. Ich glaub, nehm ich. Ja, nehmen wir. Und dann schmeißen wir einfach einen Hyperball. Go, Sandy. Go, Sandy. Ja, gut. Hat sich erledigt. Ja, gut. Sandy regelt. Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal irgendwas Tankiges, ne? Da-da-da-da. Ich glaub, da liegt irgendwo noch ein... Elektroball. Ich glaube, das ist der Masterball. Ne, das ist noch ein Elektroball. Damn. Weil, dann schmeiße ich jetzt direkt einen Hyperball. Hyperballs. Balls auf Stil. Hatten wir eigentlich schon Elektroball, ein Voltoball gefangen? Ich glaube nicht. Okay. Oh, Ultraschall, nice. Werf weiter Bälle. Ich weiß ja nicht, wann es boomt. Irgendwann wird es schon boomen. Ah. Verdammt. Ah, gut. Never mind. Wir haben es versucht. Stopp! Alter! Chill! Calm your fucking tits. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Masterball! Das Gefängnis für Groudon. Wir
brauchen noch einen geilen Namen für Groudon. Hätte ich jetzt gerne eine Referenz reingemacht, aber das hätte nur funktioniert, wenn es irgendwie Saphir gewesen wäre. Ich hatte für Kyogre eine Referenz, aber für Groudon? Leider gerade nein. Leider nein, leider gar nicht. Sollen wir einfach total aus der Reihe tanzen und es Plankton nennen? Ja! Einfach so. Sieg, dein Name ist Plankton. Top Elixier, neat. Nice. Der richtige Weg ist es trotzdem nicht. Nee, ich hasse das Versteck. Übrigens, hab grad eine Idee, nämlich... Wie wär's ein bisschen Eis... Hier ist noch ein Teleporter, du kleiner Schlingel. Du Schlingel, du. Man merkt, wir sind sehr interessierte Spieler, die dieses Spiel einzig und allein für die Story spielen. Ja, ja. Ja, nur für die Story, weil die Story ist die Story. Only for plot reasons. Ah, nee, das ist ja... haben es geschafft. Doch, das war's. Das da oben ist der Rückweg. Ich dachte, hier geht's noch irgendwo zu einem Dings-Item. Zu was? Alles durchgesurft. Hui. Und wir surfen auch auf deiner Mutter. Ohne rum. Tut mir leid, das musste jetzt sein. Ich wusste es. Ich hab's einfach predicted. So, übrigens, wisst ihr, wie man, egal wen, keine Freunde, Verwandte, was auch immer, richtig schön abfucken kann? Wenn die euch irgendwas am Erzählen sind, ja, ich war neulich einkaufen. Boah, deine Mom war einkaufen, ohne rum. Ja, aber dann habe ich mir den Einkaufswagen geholt. Boah, deine Mom hat den Einkaufswagen geholt, ohne rum. Man kann das einfach auf alles anwenden und dein Gegenüber ist irgendwann tierisch genervt, wenn du das eine halbe Stunde lang durchziehst. David und ich könnten aus Erfahrung sprechen. Da David aber gerade nicht da ist, kann nur ich hier aus Erfahrung sprechen. Seid nicht mit Nisch befreundet. Folgt nicht Nischs Ratschlägen. Vielen Dank. Folgt mir stattdessen auf Twitter. Stop! Gott. Was? Ich hoffe, du fügst hier jetzt so eine obligatorische Annotation für sowohl deine als auch mein Twitter irgendwo rein. Übrigens, meine Freundin ist hier gerade auch noch mit im Raum. Sie ist liebevoll Harry Potter am Lesen. Meinte dann gerade so, deine Mutter folgt dir auf Twitter. Ohne rum. So, by the way. Ich weiß euch beide. Ja, man sollte es einfach nur mal angemerkt haben. Nein, sollte man nicht. Glaubst du, dieses Kamerupt wird jetzt einfach das gesamte Team auseinandernehmen? Ich hoffe nicht. Ich bin nämlich noch verwirrt. Es hat Erdbeben. Nee, Intensität. Eruption vielleicht. Nee, noch nicht. Ich bin immer noch mad, dass unser Kamerup tot ist. Ja, boah, dieses scheiß Kamerup. Doh! Doh! Ich bin immer noch verwirrt. Toi, toi, toi! Ja! Es überlebt mit einem HP. Nein! Verdammt. Vierfach effektiv. Doh! Ich hätte es mir gewünscht. Tschüss, Kalle! Schö! Oder so wie du sagst. Pöh! Pöh! Stop! Bon voyage! Vor allem, dass er dir dann auch noch sagt, wo du ihn findest, ne? Ja, ja. Die haben ein fucking U-Boot, mit denen sie wahrscheinlich nie gefunden werden. Da kommt Kalle. Ja, such mal nach einem U-Boot dort und dort. Ja, du wirst es da garantiert finden. Oh, geil, danke für den Tipp. Verdammt! Doh! Ich möchte in diesem Part ein großes Danke, by the way, aussprechen. Sowohl nochmal an Lukas, als auch gerade an Kitsunari, der mir nochmal herzliche Glückwünsche nachträglich gegeben hat. Vielen Dank. Wir freuen uns immer voll über Kommentare. Hi, Benny. Wir finden dich. Wir wissen, wo du wohnst. Tatsächlich, wir wissen, wo er wohnt. Wir haben ihn schon mal spontan besucht. Einfach so, hi, guten Tag, was macht ihr hier? Wir sind da.